Probe, weil das muss ich dir zeigen. Mhm. Und es sieht richtig geil aus. Ich glaube, sowas sollte man öfters mal machen. Scheiß, kann ja auch bloß mir wieder einfallen, ne? Ja, was funktioniert ja. Oh ja, bis jetzt schon. Mal sehen, wie weit ich komme damit. Das Problem ist, wenn der hinten zu viel Schräglage kriegt, dass er mich mit wegreißt, weißt du? Mhm. Ja, momentan stupst er mich immer mal ein bisschen mit an, finde ich gut. Liebe Kinder, probiert das nicht zu Hause aus. Mutti's und Papis Auto macht das nicht mit. Genau, wenn wir uns irgendwann mal treffen, tun wir unsere Autos aneinander koppeln. Vielleicht unterlegen wir das noch mit so Schneckenmusik oder so. Oh, dieses eine Lied. Riding Dirty. Das ist verdammt gut. Oh, schön. Ich glaube, das werde ich dann genau an dieser Stelle einspielen. They see me rolling, they hate it. Patrolling and trying to catch me riding dirty. Sehr gute Idee. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. My music's so loud. So, ich bin am Fluss. Jetzt ist die Frage. Im kompletten Gespann durch oder lieber abkoppeln? Wir versuchen es im kompletten Gespann. Ich bin guter Dinge, dass es schief geht. Möchtest du wieder eine Wette abgeben, bevor ich losfahre? Nö, ich denke, das packt. Ach, heute sind wir etwas positiver gestimmt, ja? Ja. Das ist jetzt Erfahrung, ich habe dir genug beigebracht. Ja, genau. Du mir genug beigebracht. Ist schon klar. Oh mein Gott, ich habe einen gefährlichen Wasserstand erreicht. Eieieiei. Na, komm, zieh die hoch. Alter! Es geht! Sieht das übel aus. Oh oh, ich glaube, der hinten kippt. Oder? Nee, er kommt weiter. Jawohl. Ich bin durch. Hat mich bis jetzt auf plus 120 Liter Diesel gekostet, also. Ist nicht unbedingt wenig. Ach, das ist ein normaler Tagesverbrauch bei meinem normalen PKW, also. Was? Was? So.
So, mit welchem fahre ich jetzt wohin? Ich würde mit dem... Na, die weite Strecke nach unten, dem 255er machen. Ja. Und den anderen hier abkoppeln. So, auf geht's. Dann komme ich auf jeden Fall nochmal am Tankwagen vorbei, das ist gut. So, also, für mich steht es nur noch fest, ich muss das Holz abliefern. Ich glaube, das muss ich jetzt keinem mehr zeigen, wie ich das Holz abliefere. Aber hey, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald. So, liebe Leute, kleiner Nachtrag. Ich habe jetzt das Holz an der einen Stelle abgeliefert. Haben mir gedacht, hey, bevor du stecken bleibst, ziehst du den anderen hinterher. Hab den Angang an mein Abschleppseil und schwupps ist der Bug wieder da, dass das Holz so halb vom LKW fällt. Falls euch das passieren sollte, keine Angst, das Holz ist immer noch auf dem LKW drauf. Es sieht halt bloß ziemlich komisch aus. Aber wenn das abliefert, dann bringt sie das Spiel trotzdem noch zu Ende.